Hallo. Für normal verwenden wir diesen hier von Tamiya. Aber da ist nicht mehr viel drin. Jetzt momentan nehme ich den von Revell her. Zieht besser.
Der Wagenheber. Gute Frage, welche Lackierung? Ich werde ihn in dem Gelb lackieren und drüber dann die weiße Lackierung für den Winter. Also so in der Art wie der Tiger, den ich gemacht habe.
kann man noch vier Ersatzräder. Ich weiß leider gar nicht, wo ich schauen kann, wie alt das der Bausatz ist. Also kann ich es euch gar nicht sagen. Keine Ahnung. Ich muss kurz die Kerze ausblasen. Ersatzräder. So. Auch mit diesen wieder. Muss ich kurz schauen, weil hier ist die Decke nämlich geschlossen. So kommt er rauf.
Ja, geh rein. Geh rein und nerv mich nicht. Situation hat jeder Modellbauer mal. Das kennt ihr jetzt. Das auf einem Foto ist es so aufgezeichnet und auf dem anderen wieder anders. Hier rein. Sonst passt hier nichts. Kugelsichere Zementblock. Platte C7 und den Haken nicht einbauen, wenn Zementblock eingesetzt wird. Aha. Martin, wenn du zuschaust, komm bitte kurz rüber.
muss mal kurz. Ich mag das nicht, wenn die Böden nicht gut angezeichnet sind. Ist das, ist das. Hier an die Kante. Okay. Da ist die Platten. Und da gibt es einen kugelsicheren Zementblock. Du musst entweder oder auffüttern. Ja, Jetzt habe ich aber bei jedem Hügel habe ich gerade die Platten dort. Ist ja wurscht, oder? Da haben wir die Platten auffüllen. Bauen. Immer noch, dass ich das vielleicht später dann nach der Lackierung oder das ist gleich auffüllen. Das kann ich auch. Weil wir das tue ich erst später auffüllen. Ja, ich habe noch Und was eine. ist mit der Antenne eigentlich? Die musst du Na, wo machen, was gehören die die mit hin? dem. Ah ja. Steht da nichts dort, wo die hier gehört? Ist das das Coole? Tochter. Die da. Das sind die Meinst du? Antennen. Genau. Okay. Sagst noch ein bisschen hier. Bist du ihm und gut, sagst du es woher? Gell? Ja. Ja. Immer fragen, was man machen soll. Also gut, weiß ich nämlich auch nicht Bescheid über das alles. Da frage ich wieder, dass ich keinen Blödsinn mache. Wo ist jetzt B? B4. B. Ich muss euch dann eh noch mal was zeigen. Drei Sachen. Die erste Sache ist eben diese Farbe. Und diese Farbe wird er, glaube ich, gemacht. Das ist jetzt dunkelgelb. RAL 7028. Gerade angezeigt, dass meine Verbindung sehr schwach ist. Moin, moin, Abend, Abend.
So, hier gab es jetzt die Alternative, ob ich jetzt diese Platte drauf mache oder einen kugelsicheren Zementblock vorne. Hier vorne drauf. Ich entscheide mich für die Platte, weil eigentlich hier auf jedem Foto ist die Platte drauf. Eigentlich wäre das für mich ein Grund, gerade deswegen anders zu machen. Aber ja, machen wir es halt mal so. Moment, ich muss mich hier mal kurz anmelden. Ich weiß leider nicht, was es mit diesem kugelsicheren Zementblock auf sich hat. So, jetzt wird es etwas genauer. Hier die Gaudi. Hier kommt ein Haken rein. Hier kommt ein Haken rein. In den Haken kommt das rein. Oh mein Gott. Das kommt da rein, das kommt da rein. Also die Ersatzräder kommen erst später dran, die werden erst voll lackiert. Ich jetzt mal drauf. Die kommen später mit dem Stift. Weil die fliegen mir sonst andauernd raus. Da gehört eben C6 auch dazu. Das ist die Halterung. Die darf ich dann nicht vergessen. Ja, dann kleben wir mal die 5 an. Machen wir mal die ganzen Haken fest. Damit das dann etwas hält. Als Zusatzpanzerung. Aber warum nur ein so ein Teil? Das verstehe ich nicht ganz. Ist ja nicht gerade viel. Dieser Block wäre es nämlich gewesen. Irgendwo kommt anscheinend noch einer rauf, weil hier ist. Ah, vorne, die 7. Okay. Kann man vorne auch noch drauf machen. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das machen soll. Gleich geht's weiter. Ich brauche etwas Musik beim Bauen. So. So. So kommt der auf. Sollte natürlich auch gerade sein. Eins.
Zweite kommt hierauf. C42. Aber warum ist dann die Option, dass man es aufmacht? Scheiße, da muss das aufgehören. Bei mir fliegen lauter Herzchen. So, anscheinend gehört das hier dann da durch. So, und jetzt brauchen wir das komische Ding hier, die 14. Die 1, die 14. Ah, ich kann mir schon vorstellen, was das heißt. Ja, die Dex spielt auf der anderen Seite auch noch. Ist ja nicht mehr. Ich habe jetzt von meinem Schwiegervater etwas bekommen. Hat ihn geschenkt.
Bin schon gespannt darauf von Revell. Ich glaube, Landeboot oder wie das heißt, Landungsboot. Mit meiner nächsten Sache. Aber ich kann noch nicht sagen, wann. Ich würde eh gerne wieder ein großes Schiff bauen. Aber ich wüsste erstens nicht, wohin damit. Zweitens. Ist es sehr zeitaufwendig? Und sie hat mir vorfremd. Ich habe mir sehr schwer getan bei der Bismarck mit der Lackierung. Also mein erstes Schiff gewesen, mein erstes eigenes Modell. Dann hast du gleich so eins, wo du die tolle Tarnung machen darfst. Tirpitz wäre ja auch Hammer. Aber die Lackierung da könnte schwer werden. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, wann ich damit anfange. Ich muss sagen, da finde ich diesen Kleber wieder toll von Revell. Der zieht so gut an. Nichts mit ewigst lang festhalten. Hammer. Ich meine, ich habe den Tamiya-Kleber sehr gern hergenommen. Aber er braucht etwas länger, bis das er anzieht. Da habe ich hier alles etwas. Letzte Seite, meine Leute. Offen geschlossen. Einbau der Deckaufbauten. Bei Einsatz des Kommandanten C2, C24 offen einbauen. Offen. Habe ich da mit dem einen Stift hinten so reingemalt. So. Das ist geschlossen, das ist offen. Ja, wir machen das offen, weil wir haben ja hier so eine tolle Figur, die wir natürlich verwenden. Ne, C13. 12. Also das ist das Teil C13. Ah, okay. Ja, genau, das ist von offen. So. C24. Das kommt darauf. Drehen wir mal, Gabriel.
Er trocknet schnell, aber ein bisschen langsam auch wieder. Aber Geduld. Jawohl. So, das hier wird auch wieder später drauf gemacht. Das Seil. Schaufel. So, das habe ich schon gestern drauf geklebt. Das haben wir jetzt halt. C2 brauchen wir noch. Auch noch von der Luke. Dann kommen die Haken drauf, wie auf der anderen Seite. Für die Platten. Jetzt bin ich dann schon gespannt auf die Kette. So. C33, okay. Das ist, weil hier offen ist. Kommt das rein? Das Fernglas. Kommt nach vorne. Das ist auch drauf. So, jetzt muss ich etwas aufpassen, es sind nämlich viele Kleinteile, dass ich da nicht so sehe. Heute war bei uns ein Flohmarkt in der Früh. Sind wir natürlich hin. Und haben wir wieder was Tolles für unsere Vitrine gefunden, zu den Abzeichen dazu. Ein Arbeitsnachweis oder so. Da wurde früher reingeschrieben, eben wo du überall gearbeitet hast. So, das haben wir bekommen. Und wir haben erfahren, dass es bei uns in der Nähe im Pocking, fährst nicht weit von uns aus, ein Museum gibt. Auch mit Panzern und Jeeps. Da, wo wir wahrscheinlich mal vorbeifahren werden.
Ich würde gerne mal mit einem Panzer fahren. Ich weiß, ich würde ihn irgendwo dagegen lassen oder keine Ahnung was. Das wäre geil. Nicht umfallen. Karotte, Dicke. Geh mir jetzt nicht. No. Was haben wir jetzt? So, das ist drauf, 2041. Wieso Teppich? Da wird mich jetzt interessieren, warum Teppich? Selten, dass bei mir sowas nicht gleich reinpasst beim nächsten Mal.
Ein russisches Modell würde ich halt noch mal gerne machen. Nachdem ich ja jetzt eine ganze Pulle von Russengrün habe, muss ich ja fast. Das Gefühl, dass hier drüben doch noch was von mir gehört. Weiß ich doch, ich habe was vergessen. Ich habe ein Stück vergessen. Ein Mini-Stück. Nein. Natürlich, wenn du eine Pinzette hast, die was auch aus Kunststoff ist. Ist das nicht ganz so leicht? Das ist auch drauf, dann machen wir das hier. Jetzt kommt es dann gleich an die Kette. Ich muss sagen, die Kunststoffkette habe ich, glaube ich, erst einmal selber drauf getan. Ich habe es nie geschafft, ohne dass mich nicht einmal mindestens gefeigert. Sag mir bei uns. Also ohne Probleme habe ich sie bisher noch nicht rausbekommen. Aber ist mir tausendmal lieber als die Ketten mit den einzelnen Gliedern. Da könnte ich durchdrehen.
So, dann kommt jetzt noch die 1 drauf. Ich verlege heute die ganze Zeit mein Werkzeug. Da kommt eh schon die Kette drauf. So, das ist jetzt die Halterung für die Platten. Hier vorne kam das Zeug rauf. Hier auch nochmal die Halterung für die Platten. Die Luke oben ist offen. Machen wir auch dann später auf. Das erste, was ich jetzt mal drauf mache, ist die Kette. Drückt mir die Daumen, dass ich das jetzt schaffe. Zum Tackern und verschwinden lassen. Haben wir noch Blech? Komm, was tun wir da? Schön, dann töpfe. Wie funktioniert der? Jo, ja, wie kriegt die es denn nicht damit da rein? Ich hab gesehen von dem. Ja, aber die sechste dann die Glocke. Ich muss da verschwinden lassen. Ja, das ist jetzt einfach zusammen gemacht. Zusammengeschnitten. Bist du da schon tackern? Sicher. Nein. Wort. Nein. Ich will jetzt gerade ausprobieren. Bitte. Gibt es mehr Pfusch auf der Welt als wir das? Ja, jetzt auf, ich will das nicht. Ja, ich möchte. Na, du willst pfuschen. Sechst halt. Ja, und sechst nicht, gell. Das verdickst, eh? Was sind wir jetzt für Radlogo? Was?
Parfüm. Jetzt habe ich den Reifen verkehrt. Gott. Drauf ist sie. Das schon, aber weiß auch nicht. Das kommt mir jetzt zu unprofessionell vor mit dem Zacker. Nee, ich will das jetzt anders ausprobieren. Ja, von mir aus bin ich dann der Führer, aber hier wird nicht getaggert. So was nennt man Pfusch am Bau. Ist so viel Kleber auf der Pinzette. Mich würde es nicht wundern, wenn die jetzt das Brennen anfängt. Oh mein Gott, es brennt. Kein Problem. Ich habe vorher, wenn man zu Hause. Geht doch super. Schon allein, weil es sich getackert ist, gefällt es mir besser. Ich weiß, man muss schon ein bisschen einfallsreich sein beim Modellbau. Kein Problem. Wer es tackern möchte, kann es tackern. Für mich ist es nichts. Okay, ich habe es auch geschafft, ohne dass ich jetzt ein Rad abmontiert habe. Ich glaube, so schön habe ich noch nie eine Kette, also so schnell habe ich noch nie eine Kette drauf bekommen. Da ist hier wieder dann eh verdeckt. Ich hätte es jetzt wirklich besser gemacht, wenn man es sehen würde. Aber dadurch, dass hier Platten raufkommen, ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Da kommen ja die Platten dann rauf. Jetzt ist sie ohne Seite eh verdeckt.
Also Panzer, Oberteil, Linkgeschütz, Antenne. Antennen gehören noch gemacht. So. Machen wir mal die Hochzeit hier. Also mal schauen, wie der da raufkommt. Irgendwie so. Muss nicht passen. Warum ist hinten so viel offen? Gucken. Lisa hört es. Weil die Lisa eine Platte vergessen hat. Ja, ist das nicht toll? Ich bin auch nur ein Mensch. Ich kann auch hinten was vergessen. Für jeden, der mich hier jetzt auslacht. Ist mir egal. Jetzt ist schon blöd. So. Passt fast, genau. Fast. Genau. Leichte Spalt ist hier. Aber okay. Gott, wenn ich die Hälfte vergesse, das ist doch. So. Ich würde mal sagen, das gehört so rauf. Sieht gut aus. Vereint. Ja, die Platten, werde ich jetzt noch fertig machen, aber die kommen noch nicht drauf, weil ich mir sonst mit dem Lackieren etwas schwer mache, tue.
Ja, nee, die will ich dann danach machen. So sieht das gute Stück jetzt aus. Ist doch gut, ne? Viele Teile waren es nicht. Ja, jetzt passiert nicht mehr viel. Also, dass auf diese Platten hier die kleinen Griffe hier drauf gemacht werden. Jetzt nicht gerade Arbeit, die was für euch vielleicht interessant ist. Diese hier. Dann kommen noch die Ersatzketten drauf. Die kommen aber später drauf, genauso wie das Werkzeug. Das habe ich mir alles eingekreuzt. Oder die Klick-Klick. Hier, das kommt alles dann später drauf nach der Lackierung. Soweit ist jetzt der eigentlich fertig. Ja, zwei so Haken muss ich noch drauf machen. Aber da muss ich ihn umdrehen dafür und jetzt will ich ihn erstmal trocknen lassen. Ja, dann kommt sie eigentlich eh schon auf die Lackierung. Wird wieder spannend. Ich freue mich wieder auf mein Endergebnis. So, ich muss euch jetzt noch kurz zeigen. Ich muss mein Handy kurz der Halterung rausnehmen. Und zwar, hier haben wir das gute Stück, die Hut. Sie ist heute gekommen. Wieder ein tolles großes Schiff. Und ja, irgendwas sollte ich euch noch zeigen. Ach ja, genau, stimmt. Und zwar ein paar Soldaten. Das sind ja die, die uns der liebe Thorsten Fröse macht. Wir haben schon einige Figuren von ihm vorgestellt. Das ist eben jetzt der, der kommt dann bei mir auf meinen Panzer rauf. Dann haben wir hier noch die gefallenen Soldaten. Die werden dann so hingelegt. Wurden echt wirklich gut bemalt. Ja, meine Kamera wieder. Hier noch ein paar Sitzende. Und noch ein bisschen ein Material. Hier auf der Kanone, auf dieser kleinen hier. Dieser länglichen steht sogar ganz kleine Vorsicht drauf. Oder ja, Vorsicht steht drauf. Das hat er sogar draufgeschrieben. Ja, hier sind Helme und weiß ich nicht. Der Zucker, Sprache würde ich sagen, lauter Medipacks. Und hier noch so ein kleiner Haufen mit Sachen. Die bekommen wir eben von ihm. Nee, wird nicht scharf. Das leichte Kleber. Die bekommen wir eben von ihm. Nicht alle. Also es gibt zwei, drei, die ich gemacht habe. Aber natürlich nicht so wahnsinnig gut wie der Thorsten. Das würde ich auch nicht schaffen. So gut sind meine Farben, glaube ich, nicht. Für das, ich weiß gar nicht, was ihr hernimmt. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's jetzt wieder. Der nächste Livestream wird sein, wenn ich wieder mit den Pigmenten arbeite bei dem Panzer. Weil Grundieren und Lackieren werden wir Fotos reinstellen. Immer so up to date machen. Und ja, also war es das eigentlich jetzt aber einmal von mir. Ich weiß nicht, wann die nächsten Bilder folgen. Mal schauen. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich heute noch einen Livestream mache, aber es hat jemand gefragt, wann der nächste sein wird. Also habe ich gesagt, ja, passt. Ja, und jetzt bin ich langsam müde. Jetzt gehe ich dann schlafen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht und wir sehen uns dann bald wieder. Also, bye bye.